Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir fahren heute in den Urlaub und ich wollte euch ein bisschen mitnehmen, so ja, wie, wo die Reise hingeht und was wir essen und sowas alles. Ich hatte euch ja in einem von meinen letzten Videos gefragt, ob ich einen zweiten Kanal aufmachen soll für solche Videos wie Vlogs und so weiter. Und ja, alle, die was dazu geschrieben haben, haben sich dafür entschieden, dass ich das hier auf diesem Kanal alles ja veröffentlichen soll. Deswegen gibt es jetzt halt auch in nächster Zeit ein paar mehr Vlogs. Was nicht sehen möchten, die können dann einfach ausschalten oder diese Videos nicht anklicken. Die das interessiert, die können das natürlich sehr gerne schauen. Also heute geht es in den Urlaub für uns. Wir haben heute Samstag, den 31.03.2018. Ostersamstag, sagt man das so. Ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen. Ich hatte heute Morgen noch Kundinnen. Jetzt muss ich noch ein bisschen putzen zu Hause und das Auto packen. Der Bernd ist noch auf der Arbeit. Und um 16 Uhr, wenn der Laden zumacht, dann fahren wir zur Ostsee heute. Dort haben wir Freunde, bei denen werden wir auch wohnen und schlafen. Deswegen weiß ich nicht, wie es da aussieht, inwieweit ich dort filmen kann. Diese Freunde haben im Februar ein Baby bekommen und der Bernd wird Patenonkel und dann ist dort morgen auch die Taufe. Ich werde es sicherlich schaffen, dort auch mal zu filmen, was ich so an einem Urlaubstag dort esse. Also ich werde nicht viel mitnehmen. Ich nehme mir eine Packung Haferflocken mit und ein bisschen Hafermilch, weil ich dort bestimmt auch den ein oder anderen Kaffee trinken werde. Dort sind nur Kaffeetrinker und ich trinke auch gerne Kaffee. Ich habe zwar meinen Konsum sehr stark eingeschränkt, aber ab und zu, gerade im Urlaub oder so, trinke ich dann doch mal den ein oder anderen Kaffee. Aber sonst, ja, nehme ich nicht sehr viel mit. Ein Mixer bleibt hier, also keine leckeren Smoothies für die nächste Woche. Ach so, genau, eine Woche bleiben wir dort. Nächste Woche Samstag oder Sonntag werden wir wieder zurückfahren. Wenn es Smoothies gibt, da bin ich dann doch ein bisschen traurig. Ich werde mich mit Säften versuchen, über Wasser zu halten. Haben Bernd und ich uns vorgenommen, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe die nämlich schon rausgestellt, hier diesen Entsafter, den wir ja haben. Da hatte ich mir ja sonst so ungefähr alle 2 Tage 1 Liter entsaftet und den dann immer auf 2 Tage verteilt getrunken. Und das habe ich jetzt leider in der letzten Zeit sehr stark vernachlässigt und wollte das ja immer wieder anfangen. Und jetzt haben Bernd und ich gestern den Film geschaut, Fat, Sick and Nearly Dead. Und ich habe den schon mal gesehen, aber der Bernd noch nicht. Und ja, dann war er ein bisschen angefixt von der Idee, das auch zu machen. Ich werde uns demnächst halt regelmäßig dort Säfte entsaften und deswegen habe ich das schon mal rausgestellt, die Maschine, damit ich das nicht wieder, ja, irgendwie Ausreden finde, das doch nicht zu machen. Ich werde jetzt, wie gesagt, ein bisschen die Wohnung auf Vordermann bringen. Hier sieht es wirklich aus wie Sau, weil ich ja auch wusste, dass wir in den Urlaub fahren. Und dann habe ich immer gedacht, ach ja, heute brauchst du nicht saugen und so. Machst du ja alles am Samstag, wenn ihr eh fahrt. Deswegen, also heute ist es wirklich nötig. Und ja, dann packe ich das Auto. So, jetzt ist das Auto geparkt. Hier sind alles noch ja, Kindersachen von meinem Sohn. Und hier haben wir einmal von Veganz diese Sojaschnitzel, weil der Bernd wollte da einmal Wraps machen für alle. Da haben wir eine Tüte mitgenommen, ja, Eier von unseren Hühnern für die Leute, wo wir halt wohnen, damit die sich wenigstens keine, ja, Eier aus dem Supermarkt holen. Dann haben wir von uns welche mitgebracht und hier eine Reisetasche, die ist da unten drunter, und ein Koffer, weil wir auch Handtücher und alles mitgenommen haben. Die ganzen Babysachen, da hatten wir, haben ja Silvester unsere Hochzeit gefeiert und da war der Besuch, wo wir jetzt hinfahren, da waren die bei uns. Und dann habe ich zusammen mit der Freundin den Keller durchgewühlt, da war sie ja noch schwanger, was sie alles an Babysachen haben möchte. Und einen Teil haben die damals schon mitgenommen, was sie ins Auto bekommen haben. Und wir nehmen den Rest jetzt mit. Und alles, was sie nicht haben wollte, das habt ihr den Tag gesehen, das habe ich zur Diakonie gebracht. Und ja, noch mehr Platz im Keller. Da werde ich auch demnächst, wenn irgendwann mal wieder ein Feiertag ist, werde ich da aufräumen und dann werde ich euch das auch zeigen. Gucke ich gerade, ob alles zu ist und alles aus ist. Da muss ich immer ein paar Mal kontrollieren irgendwie, weil wir so lange weg sind. Also Heizungen sind alle aus, Licht auch. Diese ganzen Schalter von den Steckdosen, die habe ich auch alle ausgemacht. Jetzt mache ich die Tür zu. Hoffentlich habe ich jetzt den Schlüssel zum Abschließen.
könnte mir auch passieren, dass ich dann den Schlüssel vergesse. Ich habe ihn. Also das Auto ist doch voller als gedacht. Wir haben jetzt noch die dicken Winterjacken eingepackt, weil hier ist zwar gerade ganz schön. Ich habe meine auch gerade an mit Schal, mit dem ich schleppen muss. Also hier ist ganz schönes Wetter. Ich glaube 14 Grad oder so. Und an der See, wo wir halt hinfahren, ist für heute Schnee angesagt. So, und dann geht's los. Okay, jetzt muss ich nochmal zurück. Wir haben die Kissen vergessen. Erstmal, wenn wir da schlafen, brauchen wir die ja wahrscheinlich. Und mein Sohn wollte auf der Fahrt im Auto halt auch hinten sich schön hinkuscheln. Also wieder aufschließen. Es geht los in den Urlaub. Und weil wir so alt sind, hören wir immer WDR4. Noch 4 Stunden. Wir haben jetzt kurz angehalten. Der Bernd muss eben auch mal auf Toilette. Und hier schneit's. Bei uns waren 14 Grad und ja, hier ist es jetzt 1 Grad und es schneit. Ja, gut, dass wir die dicken Winterjacken mitgenommen haben. 19.10 Uhr haben wir jetzt, glaube ich. Und mein Video ist gerade online gegangen, die vegansten Veganer. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich bin immer ganz aufgeregt, bevor so ein Video online geht, wie ihr das findet und ja, was ihr mir dazu schreibt. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Wir haben jetzt noch ja, so 1:40 vor uns und dann sind wir endlich da. So langsam bin ich echt müde. Ist zwar nicht so lang die Fahrt, aber trotzdem schlaucht das. Ich habe auch gar nicht so viel Hunger irgendwie. Normalerweise esse ich viel mehr auf so einer Fahrt. Ich habe jetzt erst 2 von diesen Frühlingsrollen gegessen. Die hatten wir aus Holland mitgenommen und gestern ja frittiert und jetzt für die Fahrt den Rest mitgenommen. Aber ich hatte mir auch noch Nudelsalat gemacht, aber habe ich im Moment zumindest noch keinen Hunger. Einen Orangensaft habe ich mir mitgenommen, auch noch nichts von getrunken, nur Wasser und 2 von den Frühlingsrollen. Aber ist ja auch noch Zeit, bis wir ankommen. Ich kriege bestimmt gleich noch mal Hunger. Und wenn nicht, dann esse ich das einfach morgen. Bescheid sagen. Also wir sind gut angekommen gestern Abend, aber ich habe dann nicht mehr gefilmt. Wir haben die ganze Zeit uns unterhalten mit den Freunden. Und ja, ich zeige euch mal hier den Schnee. Und es schneit immer noch. Also ja, es ist richtig kalt. Man sieht es auch, ich habe Schnee in den Haaren. Das sind richtig dicke Flocken. Ja, wir haben jetzt gefrühstückt und machen uns jetzt fertig und dann geht's zur Taufe. Der Kleine wird ja heute getauft und dann geht's ins Restaurant. Vielleicht kann ich da ja auch ein bisschen zeigen, was es dort zu essen gibt. Und das war auch echt eine anstrengende Fahrt hinterher. Also ich hatte ja einmal, als der Bernd noch auf Toilette war, Bescheid gesagt, dass ich müde werde und so. Und danach konnten wir nur noch 50, 60 fahren und habt ihr ja gesehen auf den Bildern. Es ist so kalt. Und ich hatte nur 3 Brötchen zu essen. Jetzt ist die Taufe geschafft. Also wir sind eigentlich nicht so die Kirchengänger, aber naja. Und es schneit immer noch. Jetzt gehen wir gleich ins Restaurant und dann mal schauen, was es da zu essen gibt. Ich habe auch echt Hunger. Also die 3 Brötchen mit Ketchup waren nicht so sättigend. Ich bin eingefroren. Es ist so kalt. Aber ist das, irgendwann sind die Arterien zu, wegen Cholesterin und alles, ja, ne? Und Fette. Ja, ist ja auch, aber da achtet er nicht drauf. Ja, aber irgendwann mal das ist schade, zu spät. Ist das. Ja, schade. Nein?
guck dir mal an früher, so sagen wir die Generation, meine Großeltern, die hatten einmal die Woche Fleisch, wenn es hochkam. Ne? Ja. Die sind alle alt geworden, 70, 80, 90. Ne? Und die jetzige Generation, denke ich mal, wie Amerika, die ganzen übergewichtigen Fastfood-Junkies, die werden nicht, die werden keine 70, 80, 90 Jahre alt. Ich werde diskriminiert. Ich habe einen leeren Teller bekommen. Hier. Wer macht Zitrone? Das ist Salzkartoffeln. Nee, das ist ein Salat. Aber ich glaube, das hier ist mit Sahne. Also das werde ich nicht. Jetzt erstmal Pommes. Essen war sehr lecker in dem Restaurant, da war ich sehr überrascht, du auch, ne? Der Bernd hat gesagt, bei Erbsen und Möhren kann man zwar nicht viel falsch machen, aber war trotzdem sehr lecker. Und jetzt gehen wir einkaufen hier bei Famila. Die haben nämlich Ostern sogar geöffnet von 14 bis 18.30 Uhr. Dann gehen wir mal ein bisschen stöbern. Na, einmal die Maultaschen, die wollte ich immer schon probieren. Und jetzt im Urlaub ist es soweit. So fettig sind die auch gar nicht. Einmal Hummus und den Aufschnitt. Ja, hiervon haben wir 4 Stück mitgenommen, weil die gibt es bei uns nur in der Metro. Die habe ich noch nie woanders gesehen. Eine Alsan-S. Ja, dem Bernd war das peinlich, da drin weiter zu filmen. Ja, weil alle geglotzt haben. Deswegen geht jetzt der Rest der Food Hall hier im Auto weiter. Also wir haben einmal diese Lakritz geholt, die sind ohne Gelatine und so, weil ich total gerne Lakritz esse und immer auf der Suche bin und ich habe schon einen im Mund und die sind echt lecker und der Bernd ärgert mich. Da, jetzt mach dein Zungenspiel. So, wir haben mitgenommen noch Apfelstrudel, weil jetzt gibt es nach der Taufe zu Hause Kaffee und Kuchen und dann können wir auch Kuchen essen. Dazu gibt es dann auch die Sahne. Also wir haben sehr viele teure Sachen, Ersatzprodukte geholt, weil ja Urlaub... 65 Euro. Ja, 65 Euro haben wir bezahlt. 19 Cent, heißt kein Geld mehr für den Bernd. Dann haben wir das mitgenommen, das wollten wir mal probieren. So ein Lupineneis. Haben wir uns noch Schnitzel mitgenommen. Pseudoschnitzel. Noch mehr Lakritz für mich. Also es wird eine sündhafte Woche. Sehr viele Ersatzprodukte. Vegane Maultaschen, die habe ich auch noch nie probiert. Die waren für 1,99 €. Ja, die sind ja eigentlich gar nicht vegan, wenn die Maultaschen heißen. Egal. Einmal veganes Dressing. Und ja, den Rest haben wir hinten im Kofferraum. So, Obst und Gemüse, was wir gekauft haben, das haben wir jetzt nicht, weil eine Gurke und so. Kennt ihr ja alle. Gurken haben wir gar nicht gekauft. Gab es nur Biogurken für 3 Euro. Gab es nur Biogurken und Biogurken mögen wir nicht. 2,99 €. Echt? So teuer? Ja. Jetzt fahren wir nach Hause und dann gibt es Kaffee und Kuchen. So, Hallöchen, ihr Lieben. Ich werde mich jetzt abschminken und ja, den Vlog dann auch für heute beenden oder für die letzten 2 Tage. Ich bin echt müde. Wir haben wenig geschlafen letzte Nacht und ja, heute war auch anstrengend mit den ganzen Leuten. Viel geredet und ich glaube, wir haben jetzt 7:45 Uhr, 20:15 Uhr. Ja, und jetzt kommen wir so langsam zur Ruhe. Wir werden uns bestimmt noch mal melden aus dem Urlaub. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!